Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Stimmen der Superhelden News. Wir befinden uns in Ausgabe 15 mittlerweile. Wir haben heute ein paar Themen, deswegen fangen wir direkt an. Gut, wir haben zum einen den neuen Login-Kalender für das neue chinesische Neujahr-Event. Der Kalender an sich ist ganz normal, da sind ein paar Sachen dabei. Cool ist, wir bekommen am Ende fast 2005 Sterne-Splitter. Das Ganze ist immer mit der Zahl 8. Jetzt nicht unbedingt, doch schon multipliziert. Also, wir haben zum Beispiel 88 Splitter, dann 888 Splitter, dann 1888. Wir haben 88 Einheiten, lauter so Späße. Es ist eine ganz coole Sache. Das sind einfach zusätzliche Belohnungen, die man kostenlos bekommt. Ihr müsst euch allerdings jeden Tag einloggen. Es gibt keinen Ausweichtag. Also, wenn ihr einen Tag verpasst, dann fehlt euch die Belohnung am letzten Tag. Also, schaut, dass ihr jeden Tag mindestens einmal einloggt. Zusätzlich dazu läuft natürlich das Geschenkevent für das chinesische Neujahr, das wir jedes Jahr haben. Da könnt ihr die roten Umschläge verschenken, die verschiedene Sachen beinhalten, meistens Kristallsplitter. Ist ganz witzig. Ja, ich finde es ganz nett, dass man dazu immer was hat. Ist jetzt aber nichts übermäßig Besonderes. Dann haben wir ein kleines Update zu der ganzen Bann-Geschichte, die vor allem auf Reddit in den letzten Wochen so ein bisschen die Runde gemacht hat. Und zwar, falls ihr das mitbekommen habt, einer bzw. mehrere Spieler haben sich beklagt, dass sie gebannt wurden. Und die meisten, normalerweise ist es so, wenn jemand auf Reddit schreibt, hey, ich wurde gebannt und das passt nicht, ich habe gar nichts gemacht, dann denkt sich jeder so, ja klar, natürlich. Kabam wird sich da schon was bei denken, wenn sie dich bannen. Das Problem ist, es gab wohl tatsächlich ein paar Ungereimtheiten in der ganzen Sache. Und zwar ging es darum, dass besagter Spieler mit Quake im Allianzkrieg gespielt hat. Und wenn ihr wisst, wie man Quake spielt, könnt ihr Gegner besiegen, ohne dass ihr sie trefft. Und scheinbar ist es so, wenn ihr mehrere Kämpfe hintereinander absolviert, in denen ihr nicht getroffen werdet, ihr den Gegner nicht trefft, also die 0 zu 0 von den Schlägen her ausgehen, dann schlägt Kabams Anti-Cheat-Programm an. Der Spieler wurde gebannt und hat jetzt, nachdem er mehrere Tickets geschrieben hat und sich da über Wochen mit dem Kabam Customer Support rumgeärgert hat, seinen Account wiederhergestellt bekommen. Also der Bann wurde aufgehoben und er hat Entschädigungen dafür bekommen. Und die. Ja, ich sag mal, das Bild, das dann auf Reddit gepostet wurde mit der Ingame-Nachricht, wo die Entschädigungen drauf sind, hat natürlich dann relativ krasse Wellen geschlagen. Was die Spieler oder die meisten allerdings nicht bedenken, ist, alles, was er bekommen hat, ist das, was er in der Zeit, die er gebannt war, erspielt hätte. Das sind zum Beispiel alle Belohnungen für den Kalender drin, also wenn er sich jeden Tag für den täglichen Login-Kalender, das sind die Belohnungen sind drin. Und zusätzlich dazu die Belohnungen für die Allianzkriegssaison, weil er durch den Bann nicht für die Allianzkriegssaison Belohnungen sich qualifiziert. So, jetzt habe ich das Wort ganz kurz suchen müssen. Er wurde durch den Bann eben von seiner Allianz entfernt, was ja logisch ist. Seine Allianz hat die Punkte zurückbekommen, die ihnen abgezogen wurden für das, dass er gebannt wurde. Und er hat eben die Belohnungen für den Abschluss der Saison bekommen, weil er für die sich nicht qualifizieren kann, weil die Saison bald vorbei ist und man braucht ja 5 Kriege. Ich finde das Ganze gut, dass Kabam da auch sagt, hey, war falsch von uns. Ich meine, sie sagen das nicht. Das ist in keinster Weise eine Entschuldigung in der Nachricht, sondern das heißt nur, dass durch unglückliche Zustände, unglückliche Zufälle, unglückliche Entscheidungen, sein Account suspendiert wurde. Er wurde jetzt aber wiederhergestellt und hier sind die Belohnungen, die er verpasst hat. Gut, keine Ahnung, von mir aus müssen Sie sich dafür nicht entschuldigen. Ich würde die Belohnung nehmen. Ich wäre Gott froh, wenn mein Account wiederhergestellt wäre, wenn ich in der Situation wäre. Ich glaube, das ist schon ziemlich krass, dass wenn ein Account weg ist und man hat wirklich nichts gemacht. Gut, dann haben wir ein erfreuliches Thema. Vor kurzem wurde auch auf Reddit und auf verschiedenen YouTube-Kanälen sind Bilder aufgetaucht, wo Leute zu einer neuen Beta eingeladen wurden. Und zwar geht es um die Beta für die Champions Spider-Gwen und She-Hulk. Und ja, wir haben beide Champions schon. Und ja, es ist eine Beta für ein Rework. Und die Einladungen hätten aber noch nicht rausgehen sollen. Da gab es wohl ein kleines Problemchen. Und jetzt haben wir die offizielle Ankündigung. Also es war ja dann klar, dass die Beta kommen wird. Und das ist auch gut so. Und wir haben jetzt auf jeden Fall die offizielle Ankündigung, dass Spider-Gwen und She-Hulk reworked werden, also überarbeitet werden. Die Beta beginnt am 18. Februar.
läuft bis zum 22. Februar, ist also relativ kurz, ist nicht sonderlich viel Zeit. Und Spiele, die in der Beta sind oder die in die Beta eingeladen werden, erhalten die Benachrichtigung heute, am 4. Februar. Also falls ihr das Video morgen anschaut, dann habt ihr die Einladung entweder schon erhalten oder ihr seid einfach nicht im Team der Beta. Die Einladungen erhalten Spieler, die mindestens einen von den Champions haben. Also die Einladung können Spieler erhalten, die mindestens einen von den Champions haben. Nur weil ihr beide habt, heißt es nicht, dass ihr in der Beta seid. Es ist wie immer absolut willkürlich, wer eingeladen wird. Es sind nicht zwingend irgendwelche Content Creator, es sind auch nicht zwingend Leute, die Spider-Gwen auf Rang 5 als 5-Sterne-Champion haben. Und ja, solche Leute gibt's, sondern es sind einfach Spieler, die mindestens einen von beiden Champions haben. Wie gesagt, die Beta läuft relativ kurz, es sind nur 4 Tage. Während den 4 Tagen können die Spieler dann die neuen Änderungen testen. Ja, gut, das war eigentlich dann im Prinzip alles. Wann die Änderung dann live geht, ist leider noch nicht gesagt. Es wird vermutlich noch ein bisschen dauern. Sie wollen ja dann auch das Feedback nutzen, das die Spieler über die Champions geben. Und ja, ich freue mich, dass 2 weitere Champions neu überarbeitet werden, also neu aufgestellt, sage ich mal, weil wir haben an Luke Cage, Red Hulk, Venom und Carnage gesehen, dass das relativ gut funktioniert. Alle 4 Champions sind mittlerweile brauchbar, waren davor relativ nutzlos. Luke Cage ist einer meiner Favoriten, auch weil ich der einzige ist, den ich auf einem hohen Level habe von denen. Ich bin auf jeden Fall froh, ich finde es cool. She-Hulk, gut, das ist nicht so mein Fall, aber Spider-Gwen ist an sich relativ cool, hat ein cooles Moveset und ich sehe da durchaus Potenzial für einen coolen Champion. Ja, wir werden sehen, was kommt. Ich werde euch dann definitiv auf dem Laufenden halten, welche Informationen wir dazu erhalten. Und dann haben wir noch eine letzte Ankündigung. Und zwar geht es um Akt 6, Kapitel 1. Wir haben jetzt schon öfters über Akt 6 geredet. Von Atriox ist aber mal wieder ein Bild aufgetaucht im Internet. Und zwar geht es darum, dass Akt 6 scheinbar jetzt für März festgesetzt ist. Also auf dem Bild im Hintergrund seht ihr die Titelkarte für Akt 6. Kapitel 1 und oben könnt ihr März-Fragezeichen, also March-Fragezeichen sehen. Ich gehe mal davon aus, dass wir Akt 6 Kapitel 1 daher im März bekommen. Kapitel 2 wird dann ein paar Monate später kommen. Das ist ja, war ja auch bei Akt 5 so, dass es über einen sehr langen Zeitraum veröffentlicht wurde. Und wie ihr hier jetzt sehen könnt, wir haben ein paar neue Informationen dazu. Und zwar ist der neue Titel dann Uncontested, also das ist dann praktisch die Fortsetzung von Unkollektiert und den Sachen, die es davor gibt, deren Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Und dann haben wir Karinas Blessing. Ich schätze mal, dass es sowas ist wie in 5.2. Wenn ihr den Collector besiegt habt, bekommt ihr auch sowas. Und ja, dann haben wir an sich dann noch die Grafik zu Karina selber. Da müssen wir kurz drüber reden, wer Karina ist. Falls ihr das nämlich nicht wisst, dann lasst mich euch aufklären. Wenn wir vom Marvel-Universum ausgehen, also vom Comic-Universum, at the Earth 616, das ist das Main-Marvel-Universum, da ist Karina die Tochter vom Collector. Ich werde den Namen vom Collector jetzt nicht aussprechen, weil ich das definitiv falsch sagen werde. Der Collector, seine Frau Karina sind Elders of the Universe, also die ältesten Lebewesen im Universum oder mit die ältesten Lebewesen im Universum. Die sind unsterblich. Karina sagt irgendwann: Hey Leute, ich will nicht den ganzen Tag bei meinen Eltern chillen, ich gehe mal das Universum erkunden. Und ihre Mutti wird dann depressiv und gibt ihre Unsterblichkeit auf, weil sie keinen Sinn im Leben mehr sieht, stirbt dann. Und ihr Vater entscheidet dann, dass er jetzt der Collector wird, dass er was zu tun hat. Das ist im Prinzip so die, ja, ganz kurze Version der Geschichte von Karina. Es geht natürlich dann noch weiter, was Karina alles macht. Sie hat natürlich auch Fähigkeiten, aber darum geht es vermutlich nicht. Ich schätze nicht, dass wir gegen Karina spielen werden oder so, sondern dass die einfach ein NPC ist, der vorkommt. Wäre ziemlich cool, wenn wir gegen sie spielen würden. Falls es tatsächlich dann soweit kommt, dann machen wir da ein extra Video dazu. Ich will das jetzt hier nicht weiter ausführen. Im MCU, also Marvel Cinematic Universe, also in dem, was in den Kinofilmen passiert, ist die Sache ein bisschen anders. Da ist Karina nämlich nicht die Tochter vom Collector, beziehungsweise es ist nie gesagt, ob sie nicht vielleicht doch seine Tochter ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass sie seine Bedienstete ist, beziehungsweise so ein bisschen seine
Haussklavin, wenn man das so sagen kann. Und wir sehen Carina in zwei Filmen. Und zwar einmal in Thor The Dark World, also im zweiten Thor-Teil, in den Mid-Credits. Und in Guardians of the Galaxy kommt sie auch vor. Ich sollte jetzt im Hintergrund ein Bild von Carina sehen. Die ist gespielt von Ophelia Lovebond, falls ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist die lilane Person, die beim Collector chillt und ihm halt hilft. Und sie stirbt am Ende vom Film, beziehungsweise im Laufe des Films, weil sie den Power Stone, den die Guardians zum Collector bringen, für sich beanspruchen möchte und das Ganze halt nicht so gut funktioniert. Ja, das ist die Geschichte von Carina. Wie das Ganze im Sturm der Superhelden umgesetzt wird, werden wir dann sehen. Es ist nämlich so, dass die Story vom Sturm der Superhelden nicht so der Burner ist, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber sie geben sich Mühe und irgendwas Cooles wird dann schon passieren. Gut, das war's für heute. Das war's für die für Ausgabe 15 der News. Wir sehen uns im nächsten Video und ja, haut rein, Leute.